Du hast das Genentraining abgeschlossen. Konoha Vernichtung wurde hinzugefügt. Jetzt kommt der Orochimaru Arc. Gibt's auch keine Cutscene, glaube ich. Außer, okay, doch, klar. Der Kampf gegen Gaara müsste ja Teil davon sein. Kapitel 4, Yuin, Bandenmal. Die Chunin-Prüfung hat begonnen. Orochimaru erscheint vor Naruto und Sasuke. Nach der Mission im Wellenreich kehrten wir nach Konoha zurück, wo die Chunin-Prüfung wartete. Wir absolvierten und bestanden den ersten Test. Dann ging es zum nächsten Test mit einem unglaublich starken Mann. Er hieß Orochimaru. Sasuke war von seiner Kraft begeistert. Du enttäuscht mich, Sasuke. Was heißt denn begeistert? Ich dachte, das kam erst später. Ich dachte, das war das erste Mal, dass Sasuke wirklich Angst hatte. Außer halt als Kakashi, als Itachi sein Clan ausgelöscht hat. Das ist auch was. Dieser Gesichtsausdruck sagt alles. Ja gut, hier originalgetreu werden geht schlecht. Der Kampf war unglaublich kurz. Erst musste sich ja Naruto mit der Schlange anlegen, hat dann wieder den neuen Schwänzigen dazu geholt und dann hat Orochimaru ihn mit einem Mal am Bauch belegt und hat so das Kyuubi-Chakra eingesperrt. Und er konnte es erst wieder normal nutzen, als Jiraiya eben dann vor dem Chunin-Finale das Mal befreit hat. Oder nicht? Genau. Das mal meine ich. Shikamaru Nara. Ja, der passt sehr gut in das Szenario. Schadmanipulation Shoji Akimichi. Spinatpille. Ino Yamanaka. Ninja Eisenhut. Alter, wie viele? Hinata. Kiba. Shino. Alter Vater. Kapitel 5. Sein Glück machen. Naruto, Neji, Hyuga, der stärkste Genin, haben ein Duell in der Endrunde.
Es war hart im Todeswald, aber ich schaffte es, in der letzten Runde teilzunehmen. Doch mein Gegner war recht ungewöhnlich, Neji Hyuga. Er soll der stärkste Genin und ein Idiot sein, der meint, man könne dem Schicksal nicht entfliehen. Keine Ahnung warum. Man muss es versuchen, um es zu wissen. よし。それでは第1回戦始め。 Bei Gero schon angefangen, jetzt nicht dann Chakra, klar. Byakugan und so. Warum hau ich jetzt einfach mal mega die Kombos raus? Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Perfekt gewonnen, wie im Anime. Oh Mann. Du kannst jetzt Yuga anpassen. Rock Lee. Tenten. Kapitel 6 Konoha-Zerstörung. Orochimarus Zerstörung von Konoha hat begonnen. Kann der dritte Hokage das Dorf beschützen? Während der letzten Runde der Schulenprüfung startete Orochimaru einen Überraschungsangriff auf Konoha. Er entführte den dritten Hokage und begab sie auf die Spitze des Wachturms. Verflucht, was zum Teufel soll das? Was will Orochimaru mit dem dritten Hokage? Satono Minawa, tatoi chiga tsunagatte nakutomo, washi ni totte kazoku ja. このようなこと、一体何を企んでいる？動いているものを見ているのは面白い。止まっているとつまらないでしょう。今はこの葉崩しという風で。 Ja, wie ich den Kampf beenden muss, ist glaube ich klar. Mit dem Siegel des Totengottes. Shiki no Fujin. Hey!
した術じゃ。喰らえ封印術式封じ。いでよ命がけじゃな。Totengott Siegelmodus. Kriegt man dann nicht selber seinen Chakra versiegelt? Also das ist so eine Transformation, das ist eher ein Nachteil als das. Dritter Hokage-Verfügung Hoshimaru. Dritter Hokage anpassen. Hokage Schurken. Emma Vertrag. Hoshimaru anpassen. Schlangenschwert. Ja. Kapitel 7, eine wichtige Sache. Gaara hat alles entfesselt. Naruto stellt sich ihm entgegen, um alle zu beschützen. Während die Zerstörung von Konoha weiterging, kämpfen wir gegen Gaara, der auch noch mitmischte. Gaara wurde stärker, indem er Shukaku, das Monster in seinem Körper, aufweckte. Verflucht, ich darf nicht verlieren. Ich muss alle beschützen. Jetzt kommt die nächste Cutscene. ちょっとでいいから俺にみんなを守れるだけのチャクラをと開始Da muss man aufpassen, das ist nicht leicht. Es ist doch einfach, als ich es in Erinnerung habe. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich zu oft treffen lasse. Gibt's doch nicht.
Ich krieg gerade ein bisschen Flashbacks vom Babyfight in Dragon Ball GT Final Bout. Mein Gott! Muss ich da nochmal machen, hat keinen Zweck. Mein Gott! Warum wehrt er sich auf einmal nicht mehr? Das ist der Exploit. Also diese Charaktere wie Shukaku und Gamma Bunta, die sind halt auch Ultimate Jutsus. Dann gibt es glaube ich noch Katsuyu und Manda. Die kann man auch freischalten, aber ich weiß nicht, ob wir die auch so schon freigeschaltet haben oder ob wir die auch hier freischalten müssen. Gaara steht nun zur Verfügung. Kankuro, Temari, Gaara anpassen, Kürbisflasche für Sand, Kankuro anpassen, das Sunagakure Stirnband, Temari. Ach, bei Temari kriegt man natürlich gar nichts. Du hast Konoha für dich schon abgeschlossen. Die Tsunade-Suche wurde hinzugefügt. Kapitel 8: Akatsuki-Überfälle. Die Akatsuki sind aufgetaucht. Kakashi Hatake ist gekommen, um seine Untergebenen zu schützen. Stimmt! Beim Kampf Itachi gegen Sasuke kommt noch eine Cutscene, so viel ich weiß. Nach der Zerstörung von Konoha kehrte das Dorf zur Normalität zurück. Gerade als ich ermutigt wurde, an vielen Missionen zu arbeiten, schlich sich ein mysteriöses Duo nach Konoha. Sensei Kakashi bemerkte das unheimliche Duo und eilte ihnen entgegen. すると思えば、まさかお前らが侵入していると Also hohe Geschwindigkeit. で終わらせてもらう。俺もこのままじゃな。よ。
wenn ich gerade so zurückdenke, theoretisch war der Sieg gegen Shukaku auch, ja, getreu des Anime. Naja, Naruto hat ja Gaara besiegt, indem er ihnen einen Headbutt gegeben hat.